Marlon Herrmann steht für uns in Dresden. Marlon, Sie waren gestern Abend bei den Pegida-Demonstrationen, aber auch bei den Gegendemonstrationen dabei. Was haben Sie erlebt? Wie ist Ihr Erlebnisbericht? Also auch für jemanden, der schon länger natürlich hier diese Bewegung beobachtet, ist das doch immer wieder erschreckend, wie viel rechtes Gedankengut sich hier auf diesen Demonstrationen bei Pegida seinen Raum bricht. Um nicht zu klein zu reden, aber es geht hier natürlich darum, dass eine geradezu Verharmlosung von NS-Terror und Nazi-Terror herrscht. Gerade gestern an diesem sehr bedeutsamen Tag, dem 9. November, nicht nur Tag des Mauerfalls, sondern auch gleichzeitig Tag, an dem wir an die Reichspogromnacht erinnern, war das gestern schon ein schockierendes Schauspiel, was sich da gezeigt hat. Was hoffnungsvoll stimmt, das ist, dass auch die Gegendemonstrationen gestern zu einer großen Protestaktion aufgerufen haben. Und auch am Neumarkt hier in Dresden kamen etwa 5000 Menschen zusammen aus dem bürgerlichen Spektrum und haben Flagge gezeigt für ein buntes, für ein offenes Dresden. Und das stimmte dann doch hoffnungsvoll, dass diese Stadt versucht, sich zumindest diesem braunen Gesinnungsgedanken von Pegida entgegenzustellen. Jetzt fängt gerade die Kamera schön ein. Sie stehen da am Elb Florenz, einer weltweit bekannten Touristenattraktion, also das Elbufer mit dem schönen Blick auf die Frauenkirche. Dresden, hat der Carsten Thurau eben im Bericht gesagt, ist weltweit, sag ich mal, als Touristenmagnet auch gefährdet, weil es eben jetzt auch als Symbol steht für ein braunes Wiedererstarken. Wie spüren Sie das? Wie können Sie das belegen? Oder ist das eher, sag ich mal, eine überspitzte Formulierung? Also ich kann dem schon zustimmen. Wir stehen jetzt hier gerade vor der Staatskanzlei. Das ist das Gebäude hier hinter mir. Und jeden Dienstag tagt hier natürlich auch das Kabinett. Pegida ist hier auch Dauerthema, wie man mir gesagt hat. Denn man macht sich natürlich Sorgen, dass diese Bewegung ein sehr schlechtes Licht auf die Stadt und auf Dresden zieht. Und das kommt auch nicht von ungefähr. Mittlerweile muss man ja sagen, kommen diese Demonstranten, die sich hier zusammenfinden und jeden Montag auf dem Theaterplatz demonstrieren, aus dem gesamten Bundesgebiet. Da sah man gestern Fahnen, die geschwenkt wurden, mit dem baden-württembergischen Wappen, mit dem bayerischen Wappen. Und das wirft ein negatives Bild auf die Stadt, dem man sich versucht entgegenzustellen. Aber es ist tatsächlich schon so, dass man das spürt. Ich hatte gestern zum Beispiel auch mit Passanten gesprochen und die sagten mir, man spürt, man merkt auch, dass weniger Touristen in der Stadt sind. Das ist etwas, was durchaus nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die Politik immer mehr besorgt. Wir machen ja bei Phoenix die Rubrik Wie tickt Deutschland heute. Die Flüchtlingskrise, Sie sind in Dresden nachher um 12 Uhr für uns wieder auf dem Sender. Erzählen Sie kurz, was Sie da machen. Das Flüchtlingsthema ist ja eins, was vor allen Dingen auch Herausforderungen mit sich bringt, wie die Unterbringung der Flüchtlinge aussieht und wie sozusagen auch die Bevölkerung mitgenommen werden kann. Und da wollen wir uns einmal anschauen und sind heute in einem Flüchtlingsheim um 12 Uhr und gucken uns an, wie Unterbringung funktioniert und machen auch einen Ausblick über alle Probleme, Herausforderungen, aber natürlich auch die Chancen, die diese Krise mit sich bringt. Dankeschön, Marlon, und bis nachher um 12 Uhr.